Ja, liebe Leute, herzlich willkommen nochmal. Weiter geht's heute mit den Expeditionen. Ich komme immer auf Experimente. Warum? Mag ein bisschen an der Krankheit liegen. Ich bin nicht ganz gesund, darum ist es richtig. Gut, René und uns auch. Also nehmen wir mal, wir melden uns heute ein bisschen verschnupft und erkrankt zum Aufnehmen, damit heute mal, damit endlich auch mal wieder ein bisschen Farquhar auf meinem Kanal kommt. Ja, weiter geht's heute mit der Abschlussstelle der ISS und dem Kernkraftwerk. Let's go. Wir opfern unsere Gesundheit für die Fans. Ja, für den Kanal. Yeah. Ja, es ist ja lange gewesen, dass halt sehr lange Far Cry ausgefallen ist. Erst konntest du halt eine Weile nicht. Dann konnte ich halt eine Weile nicht. Aufgrund privater Sachen, also beruflich eher. Und wie viele wissen das, habe ich noch erzählt. Ich bin auf neuer Jobsuche, auch was dann einen räumlichen Umzug betrifft. Das habe ich alles letzte Woche soweit erledigt. Vorstellungsgespräche und gehabt. Wohnungssuche und alles drum und dran. Die Wohnung kriege ich natürlich jetzt klar, wenn ich einen neuen Job habe und alles drum und dran. Und das habe ich jetzt ein bisschen vorgebeugt. Jetzt muss ich warten, nur noch die Jobzusage bekommen. Dann kann ich Wohnung sichern und alles. Umzug etc. Es kann auch eine Weile sein, dass es danach wieder mein Kanal ein bisschen stockt, aber dann irgendwann wieder weitergeht. Seht es mir also zwischendurch mal ein bisschen nach, dass nicht immer der volle Umfang kommt. Also Daumen drücken, Leute, damit der Kästchen. Ja, wäre nett. Schreibt in die Kommentare einfach mal viel Glück oder irgendwie sowas. Würde mich auch freuen. Ja, also sieht gut aus, so nebenbei gerade. Okay, dann geht's heute los. Gut. Aua. Von hier kriegst du sie nicht, ne? Mit dem Bogen. Das sind drei. Sind nur noch zwei. Nur noch eine. Also den einen habe ich ausgeschaltet. Hast du den anderen ausgeschaltet? Mhm. Jetzt sehe ich wieder zwei, weil ich einen wieder neu markiert habe. Oh, da kommt was angefahren. Oh, ich hoffe, er sieht mich nicht. Der dritte ist auch weg. Ja. Na komm. Nein, ich kann's, ne? Oh, ich hab den getroffen. Ja, hab's gesehen. Die Maske vom Kopf geschossen oder sowas. Ich kümmere mich um den, hol das Paket. Okay. Da kommt noch was angefahren hier. Ich hab den Scharfschützen. Im Osten ist das Gelände frei. Ich schicke dir die Koordinaten. Bei uns ist der Weg nicht noch komplizierter. Ja. Vielleicht muss ich jetzt erstmal da hoch zu dir. Boah,
ich muss mit dem Bogen echt auf Körper zielen, ne? Wenn der Masken trifft, zerbrechen die Masken, ne? Oder fest genug ziehen. Körper ist One-Hit. Nee, das bringt das nicht. Okay. Das nicht. Der kommt immer so auf dich zu. Ja, immer fall durch. Ich heile mir immer nein unterwegs, also auch ein bisschen halt, ne? Ich höre Hunde. Genau den meinte ich. Bin sofort da. Nice. Ich wollte einen Heli mal abschießen. Ich vermute. Ach, momentan kommen wir doch gut durch. Ah, es geht nicht so wie... Ernsthaft. Es geht also nicht so wie in GTA, wenn man hinten durchläuft, dass man dann irgendwie... Oh, der... Tja, dann haben wir das auch erledigt. GTA, wenn du da hinten in den Elektrotor läufst und laufst, dann fliegst du weg und stirbst. Das klappt hier übrigens nicht. Von dem Ball. Das ist auch gut so. Ja. Supi. Dann machen wir jetzt noch den letzten auf Stufe 2 und dann kümmern wir uns in der nächsten oder in den nächsten Folgen auf die Stufe 3. Immer wieder zwei Stück. Ja, und dann geht's auch nicht Schatz suchen. Irgendwann. Und Außenposten muss man sich nicht machen, damit du es geht. Ja, die Außenposten würde ich aber nicht jetzt machen. Nee. Also würde ich nicht im Display machen weiter, weil wir haben die ja durch. Ich würde die dann jetzt halt dann gerne noch ein paar die Schatzsuchen zu Ende machen. Ja. Und dann wieder mit der Story-Mission und dann das Spiel durchziehen. Na ja, gut, dann müssen wir die mal nebenbei machen. Damit ja, die machen wir dann mal. Wenn wir mit dem Let's Play durch sind, machen wir die dann mal ein bisschen offscreen. Oder wie sie gerade einfach kommen. Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Gut, dann geht's jetzt. Ah, genau, Munition. Ah ja, Munition. Hier ist Kupfer. Und nochmal Kupfer. So, Oh, ich hab ein neues Kleidungsstück freigespielt. Sehr gut. Na, ich bin schon wieder rausgesprungen. Really? So. So, erstmal alles wieder eingetauscht und so. Dann geht's jetzt weiter mit der letzten Expedition auf Stufe 2. Und ich bin wieder draußen. Nein, doch nicht. Doch, bin ich wohl. Nee, ich hab's gemerkt. Ich bin eigentlich in dem Menü. Aber da bleibt was von.
Ich bleib jetzt auch draußen. Dann kann ich mir von dir auch starten. Oh Mann, ey. Das ist, wenn ich Langeweile in Prosperity bekomme. Genau. Fange ich an, hier überall rumzuspringen, weißt du. Dann geht's jetzt los mit dem. Mit dem Teil. Immer ein Kraftwerk. Kraftwerk. Gefährlich, gefährlich. Gut. Hol die Vorräte und ich gebe über Funk den Abholpunkt durch. Und vergiss deine Ausrüstung nicht. Viel Glück. Vorsicht, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Die AUMN werden ihm überall hin folgen. Bonne Chance. Als wüssten wir das nicht. Böllern wir schon rum. Tschüss, Auto. Ja, lass dich nicht entdecken da drin, ja? Das ist sehr wichtig. Können wir jetzt bei der. Ah, ist gut. Ich hab das Paket schon gefunden. Pass auf, da ist einer. Wo? Da hinten noch einer. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, wo du redest. Ich hab das Paket. Das war's! Halte durch, ich sag dir, wo du hin musst. Da ist eine alte Trafostation, dort kann ich dich abholen. Ja, ist gut, ich komm mit. Ich laufe immer irgendwie in die falsche Richtung. Nein. Nein, das bin ich den Hund entwischt jetzt gerade. Sekunden noch. Scheiße, der Heli versucht zu landen. Jag das Ding hoch!
Hinten ist irgendwo ein Scharfschütze. Der Heli ist schon da. I know this. Nee, ja, ja, alter Mann, ist kein D-Zug. Oh, tschüss. Abflug. Jo. So viel dazu. Genau so ist es. Dann haben wir jetzt nämlich alle Expeditionen auch auf 2 durch. Und es fehlen eigentlich jetzt noch der Durchmarsch auf Durchstufe 3. Dann haben wir das Thema auch weg. Gut. So. Gut, gut. Da wollte ich hin. Aber das machen wir nicht diese Folge. Wir machen nämlich jetzt hier Feierabend, wir erholen uns ein bisschen und sind dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder einiges fitter, als das heute der Fall war. So, was haben wir hier noch irgendwas? Ne, okay. Gut, damit ist auch mal Feierabend, wir sind in der nächsten Folge wieder und dann, ja, geht's dann an die Expedition Stufe 3. Bis dahin und tschüss.